Hier eine putzige Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Der Hase und die Schildkröte machen ein Rennen je nach diesen Spielregeln. Wir werfen einen Würfel. Bei 6 gewinnt der Hase, bei nicht 6 bewegt die Schildkröte sich um ein Feld nach vorne. Frage: Wer hat die größte Chance, dieses Rennen zu gewinnen? Wir beginnen und würfeln einmal. Entweder wir erhalten eine 6 und dies mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 Sechstel und der Hase gewinnt, oder aber wir erhalten keine 6, dies mit der Wahrscheinlichkeit von 5 Sechstel. Und dann darf die Schildkröte um ein Feld nach vorne rücken. Jetzt würfeln wir noch einmal. Entweder wir erhalten eine 6 und der Hase hat gewonnen, oder wir erhalten keine 6 und die Schildkröte darf um ein Feld nach vorne rücken. Jetzt würfeln wir noch einmal. Entweder wir erhalten eine 6 und der Hase hat gewonnen, oder wir erhalten keine 6 und die Schildkröte darf um ein Feld nach vorne rücken. Jetzt wird nochmal gewürfelt. Entweder wir erhalten eine 6 und der Hase hat gewonnen, oder wir erhalten keine 6 und die Schildkröte darf wieder ein Feld nach vorne. Es wird nochmal gewürfelt. Bei der 6 hat der Hase gewonnen, bei nicht 6 darf die Schildkröte um ein Feld nach vorne rücken. Jetzt wird ein letztes Mal gewürfelt. Entweder der Hase hat gewonnen bei einer 6, oder aber die Schildkröte darf bei einer Nicht-6 um ein Feld nach vorne rücken und somit ist die Schildkröte ans Ziel gelangt vor dem Hasen und somit hat sie das Rennen gewonnen. Wir werden jetzt die Wahrscheinlichkeiten berechnen, dass der Hase das Rennen gewinnt und dass die Schildkröte das Rennen gewinnt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Hase das Rennen gewinnt, liegt bei 1 Sechstel plus 5 Sechstel mal 1 Sechstel plus 5 Sechstel mal 5 Sechstel, also 5 Sechstel im Quadrat mal 1 Sechstel plus 5 Sechstel hoch 3 mal 1 Sechstel plus 5 Sechstel hoch 4 mal 1 Sechstel plus 5 Sechstel hoch 5 mal 1 Sechstel. Also, so wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass der Hase das Rennen gewinnt. Und diese Rechnung ergibt 0,665, das heißt 66,5%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Schildkröte das Rennen gewinnt, liegt bei 5 Sechstel mal 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 5 Sechstel. Also, diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 5 Sechstel hoch 6. Und 5 Sechstel hoch 6 macht 0,335. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass die Schildkröte das Rennen gewinnt, liegt bei 33,5% und ist somit ungefähr halb so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Hase das Rennen gewinnt. Also, wer hat die größte Chance zu gewinnen? Der Hase. Und somit ist diese Aufgabe beendet.